Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Natürlich gab es gestern wieder die Abenteuer-Sync-Belohnung. Ich habe 60,1 Kilometer geschafft und bin, ganz ehrlich gesagt, mit der Ausbeute relativ zufrieden. Also, relativ. Ich bin sogar sehr zufrieden. Ich habe kein Ei frei gehabt, also kriege ich auch keine Eier. Und wenn, dann sollte man sowieso zwei Plätze frei haben, was mit einer unendlichen Brutmaschine einfach nicht geht. Und nur dann hat man auf jeden Fall eine Chance auf ein 5-Kilometer-Ei und ein 10-Kilometer-Ei. Und wenn man, glaube ich, Pech hat, kann man sogar zwei 5-Kilometer-Eier bekommen. Ich habe es jetzt leider gerade nicht richtig im Kopf, aber auf jeden Fall, ich bin mit den 5 silbernen Sananabären und 1500 Staub doch sehr zufrieden. Leider habe ich beim letzten 7-Kilometer-Ei gepennt, habe zwar dadurch ein 10-Kilometer-Ei in meinen Beutel bekommen, aber dennoch musste ich jetzt dann ein 5-Kilometer-Ei ausbrüten. Da war Loturzel drin und habe aber danach ordnungsgemäß es geschafft, mir ein 7-Kilometer-Ei aus einem Geschenk zu holen, sogar aus einem japanischen Geschenk, und habe dies natürlich auch ausgebrütet. Und dieses ist ein Rabauz. Naja, es wäre cool, wenn noch was anderes. Also der Eierpool ist ja schon nicht schlecht. Also von daher sollte man schon schauen. Gerade Absol und Flundkiefer sind so die Highlights aktuell. Naja, auf jeden Fall habe ich natürlich die 20 Kilometer für Barschwa gestern geschafft und werde das heute auch entwickeln. Und werde sogar etwas machen, wo sich vielleicht nicht unbedingt jeder traut. Aber ich war mir sowas von hundertprozentig sicher, dass es funktioniert, deswegen habe ich es gemacht. Es geht darum, dass man Barschwa nicht im Kumpelmenü entwickeln muss. Deswegen habe ich Barschwa jetzt erstmal abgewählt und habe wieder meinen Despota als Kumpel gemacht, mit dem ich jetzt schon über 1000 Kilometer übrigens schon gelaufen bin, was ich richtig cool finde. Aber der absolute Reiter mit einem einzigen Pokémon rumlaufen ist Spieletrend, zumindest aus dem deutschsprachigen Raum, mit irgendwie 2600 Kilometer. Mit seinem Taubsi ist Beste, auch wenn es leider ein Tauboga ist. Auf jeden Fall kann man Barschwa außerhalb des Kumpelmenüs entwickeln. Die Kilometer gehen nicht verloren, das werden wir jetzt hier sehen. Da sieht man es recht deutlich, da der Balken ist voll, der Button kann gedrückt werden und dann kann es ja losgehen. Die einzigsten Pokémon, die man wirklich im Kumpelmenü entwickeln muss, sind Psyana und Nachtara, also Evoli. Evoli zu einer bestimmten Tageszeit, wenn man mit diesem Pokémon 10 Kilometer gelaufen ist und es 2 Bonbons gesammelt hat, dann kann man das Pokémon im Kumpelmenü entwickeln und dann wird daraus je nach Tageszeit Psyana oder Nachtara. Ja, sehr schön. Das ist Milotic und Milotic bestes Moveset in PvP ist Drachenroute Surfer und bei Raids wäre es Kaskade Surfer. Hier könnt ihr nochmal alle Milotic in meinem Beutel sehen. Eins ist sogar fast perfekt für die Hyperliga, nur leider stimmt die Ladeattacke nicht. Und das Shiny ist so niedrig, dass es eher für die Superliga geeignet ist. Aber auch hier stimmt das Moveset nicht so gut. Ich werde jetzt auch erstmal keine TMs dafür verwenden. Außer ihr sagt jetzt alle, oh ja, wir würden das gerne sehen. Natürlich kann ich das dann gerne machen. Dann habe ich noch was ausprobiert. Spieletrend hat gestern gezeigt, oh ja, Rasierblatt, damit macht er am schnellsten den Teamleiter Blanche in der Superliga fertig. Und ich gedacht, das muss ich mal ausprobieren. Statt Electek die Ladeattacke einsetzen zu lassen, habe ich es mal nur mit der Sofortattacke probiert. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, dass Rasierblatt ist heftig an der Stelle, also ist da um einiges schneller fertig, wenn man natürlich nicht die Ladeattacke einsetzt. Ich habe dann, glaube ich, sogar mit Electek habe ich sogar bei Shigi dann tatsächlich die Ladeattacke eingesetzt, weil ich gedacht habe, das geht doch ein bisschen länger. Das habe ich dann aber weggeschnitten und habe gedacht, ja gut, das passt ja. Ich wollte ja nur wissen, was schneller ist, jetzt wissen wir es. Und wie immer, dienstags habe ich meinen 7. Serienfangbonus. Dann setze ich ein Sternstück ein
und erhalte 4650 Sternenstaub ohne Wetterboost. Dann fange ich alle wilden Pokémon und wenn ich die alle gefangen habe, mache ich mich an meinen Stapel dran. Und normalerweise ist der Stapel so voll, dass ich dann auch, dass die Zeit dann gar nicht mehr weiter ausreicht. Aber in diesem Fall war es natürlich nicht so, weil ich ja den Stapel schon am Wochenende für den Barsch war, begrenzte Feldforschung verwendet habe. Also gibt es noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Geschenke öffnen habe ich dann noch gemacht. Aber extra nur 15 Stück, damit ich vielleicht ein oder zwei öffnen kann. Also ich gehe davon aus, dass ich ein oder zwei 7 Kilometer Eier ausgebrütet bekomme. Je nachdem, wie oft sich Pokéball Plus trennt und ich es wieder verbunden bekomme, was nicht besonders einfach ist, aber möglich. Und genau, Geschenke öffnen. Und wenn danach noch Zeit gewesen wäre, hätte ich ja auch noch Pokémon in den Arenen füttern können und hätte nochmal Staub bekommen. Also es gibt echt viele Möglichkeiten, wenn man von zu Hause aus sein Sternstück beim 7. Fangbonus verwenden möchte. Oder man wartet einfach an einer bestimmten Stelle, also geht morgens in die Stadt und fängt vorher kein anderes Pokémon. Ist natürlich auch möglich, was vielleicht sogar noch viel effektiver ist. Wie viel Sternstaub habe ich gemacht? Ich habe auf jeden Fall 11.000 Sternstaub gemacht. Womit ich relativ zufrieden bin. Es ist 4.600 ist gerade mal, ist ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte von dem, was ich da gesammelt habe. Und ja, das ist eigentlich ganz nett. Natürlich muss ich nach einer Tour, die ich am Sonntag in Karlsruhe gemacht habe, wieder Bälle sammeln, was für mich natürlich ziemlich einfach ist. Ihr seht ja, wo ich wohne. Ich habe halt Pokéstop und Arena vor der Haustür. Das ist natürlich nicht so schwer, aber der Beutel ist extrem schnell voll. Ich hatte, also das Höchste, was ich jetzt, glaube ich, gesehen habe, waren 590 Pokébälle. 590. Ich habe gestern und heute 300 Pokébälle weggeschmissen, um hochwertigere Items zu erhalten. So mache ich das immer, werfe auch immer Tränke weg, Supertränke, Hypertränke. Ich behalte eigentlich nur Top-Trank und Top-Beleber. Wenn ich zu wenig Top-Beleber habe, dann behalte ich ein paar Beleber. Aber ich brauche im Schnitt in der Woche keine 10 von beiden. Weil ich einfach viel zu wenig kämpfe. Bei uns sind die Arenen meistens rot und keine andere Farbe. Ich muss nicht jeden Tag kämpfen. Ich muss vor allem nicht extrem viel kämpfen. Ich muss nicht sehr viele Pokémon einsetzen oder so. Wenn ein Pokémon stirbt, dann ist das das Höchste der Gefühle. So kann man es eigentlich ganz gut betiteln. Na gut, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Eine Abschlussfrage habe ich aber an euch. Seid ihr
mit eurer Abenteuer-Sync-Belohnung denn zufrieden? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen auf eure Rückmeldung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Und wenn ihr Probleme habt mit YouTube, dann versucht doch einfach mal nochmal den Abonnier-Button zu klicken. Zweimal hintereinander natürlich. Einmal deabonnieren, einmal abonnieren und dann nochmal die Glocke aktivieren. Vielleicht funktioniert das ja. Jetzt ist aber Schluss und bis zum nächsten Mal.